Hallihallo, zurück hier bei uns auf dem Kanal. Resident Evil Teil 7. Weiter jetzt. So, wir gucken mal ganz kurz bei uns ins Inventar und räumen nochmal ganz schnell auf. Ich würde das mal jetzt hier alles erstmal irgendwie rauspacken. Hier haben wir nochmal Pistolenmunition, die nehmen wir mit. Das brauchen wir flüssige Chemikalie. Packe ich auch erstmal raus. Den Flammenwerfer nehme ich weiterhin mit. Die verbesserte Munition haben wir. Okay. Heilmittel haben wir. Ich glaube, wir packen mal eins aus. Dann haben wir noch ein bisschen Volumen. So, dann gehen wir mal an die Stelle zurück. Ich könnte wetten, dass Vater jetzt wieder durch die Tür ballert kommt und hallo! Und sich wieder auf irgendeine bizarre Art und Weise von uns töten lässt. Ah, wird doch nicht besser, dieser Gang, ey. Dieses Gewürm! So. Ja, die Mucke ist schon wieder. Oh Mann. Verspricht nichts Gutes. Hier waren wir drin. Hier haben wir alles gesucht. Oh. Ach, Scheiße, hab ich gar nicht gesehen. Krähenschlüssel im Zettel haben wir hier. Okay, Zoe. Du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und was planst du mit meinem Altar anzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührte meinen heiligen Altar. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe? Du armseliges, verwöhntes Kind. Ich wünschte, du wärst nie geboren worden. Oh, das war schon hart. Und unausstehlich. Bizarr groß geschrieben. Okay. Armselig. Muss man da... ASG? Da ist die... Nee. Okay. Aber immer so herabschauend auf uns und versuchst, dein Zuhause zu verlassen. Nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig. 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 Wenn du meinen Altar auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab. Oh, und servier sie als Steak. Ja, nö, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob man sowas machen sollte. Ah, jetzt sind wir da. Okay, flüssige Chemikalien. So, Inventory. Inventory, ja. Tollerweise habe ich jetzt... Da muss ich doch mal kurz rekapitulieren. Habe ich jetzt den... Krähenschlüssel in der Truhe? Nee, warte mal, ich habe den Skorpionschlüssel. Habe ich den Krähenschlüssel schon? Hm. Wir gucken mal. Die Würmer und ich, wir kennen uns auch schon. Wir sind jetzt hier das öftere Mal vorbeigekrochen. Schlüssel. Krähenschlüssel haben wir noch nicht. Heißt also, können wir denn jetzt irgendwo anders... Doch, ja, warte mal. Wir haben ja, das Rad, ne? Und dann können wir doch hier drüben... da war doch irgendwas. Hör mal, da war doch was. Dann gehen wir mal gucken.
Das ist Mutter. Das ist Mutter. Oh, Scheiße. Ich dachte, die despawnt mal irgendwie. Da bist du. Was? Nicht cool. Okay, also ich muss anscheinend einen anderen Weg gehen. Das funktioniert so nicht. Heißt also quasi eventuell hier lang. Also eigentlich muss ich durch diese Tür hier durch. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn die da oben guckt. So, hier von mir. Badabada. Hier ist aber auch nichts weiter zu finden. Ne? Wahrscheinlich werde ich 1000 Sachen übersehen haben. Chit. Heieieiei. Okay. Frickage. Alter, was ist echt? Real. Oh, come on. Mann. Das ist aber mal gut hier. So, okay. Aber schon mal cool, dass wir an der Mutter vorbeigekommen sind. Mal hier vorne war nichts mehr, okay. Oh, sehr schön. Erste Hilfe-Arznei. Eine Truhe, was ist das? Oh, Brennstoff nehmen wir gerne. Antike Münze. Tja. Also wenn jetzt hier nicht der Krähenschlüssel drin ist, dann habe ich keinen Plan. Ja, der Krähenschlüssel. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil. So, okay, können wir nochmal. Ja, wir haben nochmal hier. Nee, können wir noch irgendwas mischen? Müssen wir noch irgendwas mischen? Nö, Arznei haben wir. Nö. Wir könnten noch erste Hilfe. Also eine Arznei zusammenmischen, aber das bringt uns jetzt, finde ich, nicht so viel. Ist Mutter noch da?
kreucht und fleucht jetzt hier noch rum? Ja. Ja, genau. Oh shit. Ich hab dir gesagt, du sollst hier raus. Hier gehört sie. Ja, 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 ich bin ja schon weg. Ist ja gut, ich bin ja schon weg. Ist, entspann dich. Okay, du mieses Stück Scheiße. Ich hab genug von dir. Also, ich finde, die ist ja ein schön vulgär. Schlampe. Also, ja. So richtige Muttergefühle kommen da nicht auf. Ach, hier, na hör mal, man muss gar nicht hin. Hier. Hier ist der. Du darfst hier nicht rein! Wie? Was? Wie? Und abgeklatscht. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Oh! Kampf? Was ist denn los? Ach. Was? Wie? Wo? Oh, wer? Ja, ich... Irgendwas greift mich an. Ich hab keine Ahnung, was ich will. Okay, gut. Der Kantenmaler war da. Ja, schau, 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 schau. Ich hätte auch einfach rausklettern sollen und habe jetzt wahrscheinlich mal so alles an Brennstoff weggeballert, was ich hatte. Toll. Kacke. Na gut. So, ich haben wir noch? Einen brauche ich ja nicht. So. Krähenschlüssel benutzen. Was ein Schlüssel. So, wirklich. Leute. Das ist doch Quatsch, das muss doch nicht sein. Oh, na toll, schön. Das sieht doch mal schau aus hier. Toll. Oh, jetzt mal, was ist das für ein Kack mit diesen... Bitte? Was ist das für ein Scheiß mit diesen Puppen überall? Hat ihr irgendwo einen Container mit Puppen gefunden irgendwie und... Oder noch schlimmer, Amazon leer bestellt. Gibt's auf Amazon jetzt keine Puppen mehr. Weil Margaret die bestellt hat. Leer gekauft. Nur um sich hierhin zu hängen. Was zum? Target acquired. Der Into. Betreffend des Sehenserums. Den folgenden Objekten in der Lage, Serum synthetisieren. 1D-Serie Gehirnnerv. 2D-Serie peripherer Nerv. Ich glaube, das ist es. Ja. Und nun sollte mir eine Scheibe abschneiden, oder was? Ich musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Ich hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay, schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast.
doch schon wieder lauter Käfer da vorne. Seht doch schon wieder. Ist doch Mumpitz. Bestimmt. Ja, schön hier. Ist ja komisch. Hier wächst der Ingwer in Voodoo-Puppenform. Scheiß. Ja, kann ja nichts machen mit. Super. Pistolenmunition. Immer gern gesehen. 11. Oktober. Haben den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht. Irgendetwas stimmt mit dem Kind nicht. Und mit der Frau, die es mitgebracht hat. 15. Oktober. Ich sehe und höre Dinge. Mir ist ständig schlecht. Bin zum Arzt in der Stadt gegangen und der hat mich geröntgt. Was passiert mit mir? 23. Oktober. Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Oktober. Habe das Geschenk in dem Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist ein Zeichen des Kindesvertrauens. Jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen. Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Wiederleben gestatten. Ja, bizarrster Scheiß hier. Wirklich, also. Oh, was haben wir da? Mist. Tote Ratte? Okay. Ja. Kaya Foch. Oh, hier nochmal. Football! Also nicht, dass man jetzt einfach bloß an der einen Seite das ein bisschen runterzieht, irgendwie, damit es gerade ist, damit die Tür aufgeht anscheinend. Irgendwie, es ist doch albern. Es ist doch albern. Ach, Leute. Antike Münze. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Können wir uns schon wieder, was war das, zum Nachladen, ne? Konnte man noch Stabilisierer, war das. Oder die Meinung. Ja, schade. Brauche ich anscheinend erstmal eine Lampe. Das heißt, warte mal, ein Vogelschloss. Was? Das war ja mal ein langer Arm. Oh, muss ich da jetzt rein? Ja, na, die hat die Lampe. Also. Ach, scheiße. Ich will nicht. Soll ich sehen, wie lang der Arm war? Okay. Was zum Teufel? Okay. Das ist neu. Ja, nee, schau. Was ist das für eine Scheiße? Ich möchte das nicht. Nee, geh mal ruhig nach oben. Wer weiß, was jetzt für ein Scheiß passiert wieder. Okay, die ekle Kotzespur geht da hoch. Wo sind die? Oh. Ah, ach ja.
hier, hallo, Mensch. Hör mal, so in der Wohnwagen. Ja, geil. Ah, oh, das ist ja... Wie ist Hens? Ich denke mal, ein Stück sieht ihr. Lalala. Super. Okay, könnt ihr jetzt... Könnte mir ein bisschen bessere Munition machen. Das mach ich doch mal. Nein. Oder kann ich? Nicht. Ach, Kinder. Bickets. So, wir haben 7 Münzen. Was können wir uns denn Schönes für 7 Münzen kaufen? Wir könnten uns hier nochmal den Stabilisator kaufen. Stabilisierer erhöht auf die Nachladegeschwindigkeit. Wäre nicht schlecht. Oder wir sparen auf die Magnum. Da fehlen uns noch 2 Stück. Aber, na, nun ist aber knapp für die Magnum. 4 Rückschlag, Roman-Stoppwirkung. Okay. Na, leider ist auch nicht verkehrt, aber den. Na gut, okay. Ich pack den erstmal zurück. Der kommt zurück. Flintenmunition. Ja, gut, ich hab. Dann würde ich den Ohr erstmal einpacken. Ich hab keine Munition mehr für das Ding. So. Allerdings würde ich gerne nochmal, bevor wir jetzt da hinten gucken, nochmal ganz kurz schauen. So. Und zwar würde ich gern. Die Umschalttaste war das. Für das Menü. Ah, das hier passt mit dem Pulver. Schade. Schade. So, das, was ich aber machen wollte. G, war noch an. J. Na gut. War doch nämlich hier irgendwo im Haus. Ach nee, das war ein Schlangenschlüssel. Das war der Schlangenschlüssel. War denn hier nicht noch irgendwo? Nee, war nicht. Was war? Wo war denn noch ein Kring? So, das Blöde ist, ich habe gerade keinen Plan, wie ich nochmal die Karte aufrufen konnte. Ah, das war jetzt mal scheiße. Schön. Das war crouchen. Karte. Tja, das ist ja mal komisch. Cool, ja. Genau, mit G konntest du das wechseln. Ach, guck mal. Man kann also hier, was man hier alles kann. Gut.
Ja, wie ihr seht, ich bin halt schon echt ein Noob, ne, irgendwie. Und manchmal passiert es halt auch einfach, dass zwischen den Aufnahmen halt einfach ein bisschen Zeit vergeht, zwischen den einzelnen Folgen. Und man deshalb einfach dasteht und einfach keinen Plan mehr von der Steuerung hat. tja, naja, dann. Na dann. Ich würde sagen, wir machen mal nochmal ein Save. Reagiert. Nope. Das ist ärgerlich. Okay, gut. Grundsätzlich würde ich jetzt aber halt sagen, okay, wir packen das mal alles aus. Wir haben das bei, wir haben das bei, wir haben das bei. Wenn wir jetzt dieser, wenn wir Margaret jetzt hinterherziehen, würde ich auf jeden Fall sagen, Schrotgewehr mitnehmen, Flintenmunition mitnehmen. Schießpulver. Guck mal, ich hab da noch Schießpulver, dann würde ich, ja, pack's rüber. Mit der starken Chemikalie nochmal mischen. Perfekt. So. 10 Schuss da, 20 Schuss, gut, alles klar. Haben wir jetzt gerade 20, gut, okay, so, denn ein Save, immer noch Kinder ans Telefon, keiner will mit mir reden. So, okay, na dann flitzen wir mal Margaret hinterher. Oh, Scheiße. Bestimmt noch eine Menge irgendwo liegen hier irgendwie. Was man jetzt halt echt nicht sieht, ey. Oh, was ist das? Ein Schatzfoto. Ja, Moment mal, das war doch hier. Moment einmal. Das Klo erkenne ich, oh. Ja, komm, Windmark-Munition, da sagen wir jetzt nicht nee. Da sagen wir nicht nee. So, okay, packen wir mal schnell aus. Schatz, Foto packen wir aus. Okay. Das war nochmal ein guter Glücksgriff gerade. Tja, und ich würde sagen, wir gehen rein.